Schmeckt wie die billige Schokolade in so Adventskalendern. Hm. Ich finde, er schmeckt nach Original. Geil. Yo, ho, ho, Bitches! Heute habe ich wieder Dearly Beloved dabei. Ihr kennt sie schon aus einem Dating-Video, was sie mir gemacht haben. Und wie man merkt, das Dating ist optimal gelaufen, denn wir sind wieder hier. Ja, sag mal, wer bist du? Girl. Also mit Anna, wir sitzen heute wieder, ich weiß, normalerweise bin ich jetzt die letzte Zeit eher draußen gewesen und habe Hobbys getestet. Heute testen wir aber etwas ganz anderes. Und zwar kam Kim zu mir und hat gesagt, hey, yo, girl, ich habe da so einen Karton und den müsst ihr mal testen. Und ich dachte mir so, yeah! Kim lässt sich immer Süßigkeiten zuschicken aus sämtlichen Ländern. Vernascht die Welt. Oh. Auf jeden Fall bei dem Wort vernaschen dachte ich eben an Anna. Und wir vernaschen nämlich heute Süßigkeiten aus Ländern der Welt. Und zwar aus einem ganz bestimmten. Aus Schottland. Hä, du hast mir Irland gesagt. Ist Irland, oder? Fail. Ist Irland? Ja. Ich habe gerade schon gedacht, so, also Schottland. Ich habe gedacht, damit das Video nicht einfach nur so langweilig testen wird, weil langweilig wird es auf diesem Kanal niemals geben, machen wir das Ganze so ein bisschen auf Irland-Motto. Ich kenne auch nicht so viele Sachen über Irland, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eben gegoogelt. Das Einzige, was ich nämlich von Irland kenne, ist den St. Patrick's Day. Wir werden uns nämlich als erstes grün anziehen in diesem Video. Das ist ein Wahltroll. Gut, da wir sind diesen Kanal nicht schon wieder übertreiben wollen. Ah, jetzt wäre es anders. Wir sind nämlich heute auch ein Versuchslabor. Here it is. Geht aus, würdet ihr gerade euer Baby halten. Zwei. So sieht Irland aus. Ja, bevor ihr anfangt, welche Hauptstadt hat denn Irland? Dublin. Dann habe ich noch ein kleines Irland-Quiz. Hä, worum geht's jetzt? Um Irland. Ja, ja. Was ist ein Leprechaun? Ein Leprechaun? Leprechaun. Das ist dieser Zwerg, dieser Kobold. Oh. Wie oft gewann Irland den Eurovision Song Contest? Oh, das ist deine Frage. Warum? Weil ich so gay bin? Keine Ahnung, ich kann nur raten, zweimal. Nee, tatsächlich. Fünfmal. Haben die sieben. Singen. Sieben. ich habe sogar die Lieder mal runtergeladen. Oh. Also, ich spiele euch mal ein paar vor. Mal gucken, wie ihr reagiert. Ah, das ist so eine Kamelenmusik, wo du so halbnackt so auf so einem Pelz drauf liegst. Aber die singen alle Englisch und nicht Irisch, oder? Irisch ist Englisch. Nein. Could we pause? Irisch ist Englisch, oder nicht? Es gibt Englisch und es gibt Irisch, das ist den hier Slang. Ja, es ist ein Akzent, aber Irisch ist Englisch. Nee, es gibt nochmal, die haben nochmal ihre extra alte Sprache. Da steht Amtssprache. Genau, und Irisch und Englisch. Ja. Ich bin jetzt 25 Jahre auf dem Planeten und das wusste ich nicht. Bitte. Wer ist die weibliche Schutzheilige von Irland? Ray Garvey. Die heilige Bridget. Mal ein bisschen aus. Ich mag Onion Rings. Können wir Onion Rings essen? Oh, ich dachte, er hat schon gesehen. Ich habe aber so eine Zwiebel. Ja, ich auch. Cheers. Kann ich einen Ring anstecken? Läuft verheiratet. Kann man sich das nicht aussuchen, wenn man den Ring schon anhat? Nein. Und dann einfach gehen? Ja. Das passiert mir immer. Es gibt Punkte zu vergeben, 1 bis 10 Kleeblätter. 7. 6 von 10 Kleeblättern. Schmeckt wie die billige Schokolade in so Adventskalendern. Ja, ich gebe so eine Basic 3 Kleeblätter. Ich wollte gerade sagen 3. Ich würde gerne diese Lisa nicht probieren. Aber hier sieht das aus wie... Da sind Crunch sind da drauf. Ich fühle mich verarscht. Ah! Ah! Das erste war so ein...
Er ist richtig matschig. Ich habe das voll fest jetzt erwartet. Mhm. Ich habe es mir crunchiger erhofft. Mhm. Punktzahlen? Also 4. Ja, ich gebe auch 4 von 10 Kleeblättern. Okay, ich habe hier ein paar Fakten, ein paar Facts auf dem Tisch. Kim's Fact Act? Also der Paddy, der ist nicht mal ihre gewesen. Wer Paddy? Wer ist Paddy? Der St. Patrick. Stimmt, St. Patrick. Oh Junge, ey. Die Legende vom heiligen Patrick ist, dass der Schlangen aus Irland verbannt haben soll. Das war aber so eine... It's St. Patricia. Aber das sollte nur irgendwie so synonym dafür, dass der die Ungläubigen aus dem Land vertrieben hat. War der wie dieser Rattenmensch mit der Flöte nur mit Schlangen? Er ist Slytherin! Er ist grün! Das war's. Können wir weiter probieren? Ich glaube, die sind mit Abstand die geilsten. Oh, geil. Bin ich ein komischer Mensch, wenn ich keine Mars esse? Ja. Ich mag auch nicht Mars. What the fuck ist mit euch? Oh, ich dachte, die wären jetzt größer. Oh, und ich dachte auch, dass sie nicht so klitschig zusammenhängen. Die sind total weich. Fühl mal. Hier, das sind diese Soft-Cookies. I hate it. Ich dachte, die sind voll geil. Song. Ist aber noch fester. Ist da, ja. Ja, die Dinger schon. Ja, die Dinger. Der Keks an sich ist voll weich. Ja. So wie mein Bizeps. Also ich finde, das schmeckt jetzt nicht nach Mars. Weißt du, wie das schmeckt? Wie Lidl. Wie der der abgepackte. Aber ist okay, also. Ja, ich meine, kann man essen. Ich glaube, wenn es mir jemand auf der Couch anbieten würde, ich würde schon zugreifen. 6 von 10. Ich gebe 5 von 10 Kleeblättern. Oh, sieh mal reinziehen. Da habe ich Angst vor, die sehen richtig die ekelhaft. Sehen am ekelhaftesten aus, aber ich habe das Gefühl, wir können die auch nicht dauernd vor uns wegziehen. Ja. Diese Radiergummi. Hoffentlich ist da Gelatine drin, dann kann ich nicht essen. Gelatine. Ich bin auch Vegetarier. Bist du gar? Smell it. Bäh, muss ich das essen? Ja. Aber ich hasse mal. Oh, das riecht so richtig, als wärst du ein Kaugummi am Kauen. Du hast immer noch im Mund? 3. Rice Krispies, die kenne ich aus Amerika. Die sind nicht schlecht. Ich hätte jetzt gedacht, das sieht richtig ekelhaft aus. Was ist denn da drin? Müsli-Gedöns mit ganz viel Zucker. Nee. Das sieht einfach aus wie Corny mit Maisstärke. Das sieht hart aus, wie jetzt bekommst du davon Krebs. Nein, das sieht aus wie diese Smacks. Was sind Smacks? Smacks sind so Kellogg. Sag ich doch, mit der Gesundheit kennst du was nicht. Cheers. Gut. Das schmeckt okay. Schmeckt wie ein komisches Corny. Ich finde, es schmeckt nach Original nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt aus Atmen komme, so... Ich kann dazu noch nicht mal irgendwelche Kleeblätter geben. Ich finde, es war jetzt wirklich so, wie als hätte ich einfach Luft eingeatmet. Habt ihr das auch gehabt, wenn ihr runtergeschluckt habt? Ihr schluckt auf einmal gar nichts. Ihr kaut und es löst sich im Mund komplett auf. Nein. 5 bis 6. 2. Was? Ja, ich hab schon was geschmeckt. Ich hab auch was. Was habt ihr geschmeckt, Junge? Wahrscheinlich noch diese Radiergummis von eben. So, wir kommen zu unserer letzten Süßigkeit, Kinder. Hey! Dairy Milk. Die kenne ich, glaube ich. Oh! Hallo! Freddy! Guck, da ist schon dieser Karamellkern. Ja, es ist weicher Karamell. Geil. Doch, ist es schon wieder die kleine Schokolade. Mhm. Aber so schlecht ist es gar nicht. Nein. 6 Kleeblätter von 10. Ja. Okay. Oh my lordy! Oh lordy! Oh my lordy for Quarty! Ich weiß, können wir das zu dritt auspusten? Weil wir sind ja auch die Dreier. Ja, das war ein sehr spannendes, produktives Video. Ich finde, wenn wir nicht dazu qualifiziert sind, Produkttester-Unboxing, also wenn wir dafür nicht die professionellen Rosen ziehen will, dann. Weil wer war jetzt eigentlich unser Gewinner? Die Zwiebelringe, oder? Mhm. Ich muss sagen, die Zwiebelringe waren auch. Okay. Gibt es Süßigkeiten, die ihr schon mal im Ausland probiert habt, wo ihr sagt so, boah, die müssen die mal probieren? Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr mehr Videos von mir und vielleicht auch Anna und der Crew, weil ich meine, wir haben jetzt die 2000 geknackt, also uns steht quasi nichts mehr im Weg, dann vergesst nicht zu abonnieren und wir sehen uns dann eben nächste Woche wieder für weiteren lustigen und spannenden Content. Also dann, bis nächste Woche. Romeo, bitte. Yo.